Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Pro und Contra. In Meran bedroht ein Mittelschüler Gleichaltrige mit dem Messer. Ein anderer Mittelschüler, 13 Jahre alt, wird auf dem Nachhauseweg von Meran nach Burgstall, in seinem Heimatdorf gewissermaßen, in einem öffentlichen Linienbus von anderen Jugendlichen verprügelt. Die Mittelschule Segantin in Meran wird mutwillig unter Wasser gesetzt und 13-Jährige zerstören die Scheiben von mehreren Bussen in Meran. Was ist da los im Großraum Meran? Und warum kommt es jetzt zu diesen vielen Vandalismus- und Gewaltvorfällen mit Kindern und Jugendlichen? Genau darüber wollen wir heute Abend bei Pro und Contra diskutieren. Und deshalb habe ich heute zu mir ins Studio eingeladen, zwei Vertreter von zwei unterschiedlichen Parteien, die entsprechend auch unterschiedlich vermutlich die Ursachen ergründen und erklären werden. Deshalb begrüße ich bei mir recht herzlich zum einen Felix von Wohlgemuth, Co-Landesvorsitzender der Grünen, und zum anderen Andreas Leiter-Reber, Fraktionsvorsitzender der Freiheitlichen im Landtag. Schön, dass Sie beide hier sind. Guten Abend. Andreas Leiter-Reber, sprechen wir doch jetzt mal über diese jüngsten Vorfälle, die sich im Großraum Meran ereignet haben. Da wird ein 13-jähriger Mittelschüler in einem öffentlichen Linienbus von Meran nach Burgstall verprügelt von anderen Jugendlichen. Drei Jugendliche waren es, zwei davon, so geht man aktuell aus, mit Migrationshintergrund. Und umgekehrt, ein Jugendlicher, ein Mittelschüler in einer Mittelschule in Meran bedroht andere, um diese Gleichaltrigen wegen Geldes zu erpressen, um, kein Scherz, Schokolade zu kaufen. Hat Südtirol so gesehen ein Problem? Ist die Integrationspolitik gescheitert in Ihren Augen? Sie ist natürlich in diesen Bereichen gescheitert, das ist ganz klar. Auch das, was jetzt in Burgstall passiert, und ich bin regelmäßig mit Eltern in Kontakt, das ist jetzt die Spitze eines Eisberges. Die Probleme sind ja schon seit Jahren bekannt, wurden durch die Corona-Pandemie beziehungsweise durch die Maßnahmen und Einschränkungen, die gefolgt sind, irgendwo auch verdrängt, sind jetzt aber noch einmal erneut und verstärkt hervorgebrochen. Und die Fälle, die Sie geschildert haben, das sind einige. Ich weiß von Müttern, die berichten, dass ihre Kinder nächtens aufwachen, die wirklich nicht mehr durchschlafen, die Angst haben vor dem Schulweg, vor der Schule selber, in den Klassenräumen geht's. Und da muss man einfach sagen, wenn wir als Gesellschaft und wir als Rechtsstaat vor 12, 13-jährigen Rotzlöffeln einknicken und als einzige Alternative einen separaten Bus sehen, wo wir sagen, dass die Burgstaller jetzt privat mit auf Gemeinde finanziert, das ist mit einem geplant, separaten Bus geplant, zur Schule gebracht werden müssen, wenn das die einzige Lösung ist, dann muss ich sagen, dann haben wir versagt. Gut. So gesehen, Herr von Wohlgemuth, ist die Integrationspolitik in Südtirol gescheitert, so wie es Andreas Leiter-Reber sagt? Wir haben versagt, meinte er. So, solche Fälle natürlich dürfte es nicht geben. Die muss man versuchen zu vermeiden, weil es ist natürlich unentschuldbar, Gewalt anzuwenden. Gewalt ist nie zu entschuldigen und das braucht auch keine Rechtfertigung für solche Situationen. Man muss sich aber zur Kenntnis nehmen, dass wir in der Südtiroler Schulgemeinschaft 18.500 Schülerinnen und Schüler haben mit Migrationshintergrund. 18.000? 18.500. Das, wenn wir jetzt Berufsschulen, Oberschulen mitnehmen, bis in die Kindergärten runter, diesen Bereich. Und diese Kinder, großteils, machen keine Probleme. Nicht? Die gehen in ihre Schule, die sind integriert, die sind 5.000 davon schon in der zweiten Generation hier in diesem Land. Und ich glaube, die Fälle, was im Iran aufzeigen, sagen was anderes, nicht? Dass natürlich die Präventionsmaßnahmen hier nicht gegriffen haben. Weil 13-Jährige, die sind hier aufgewachsen, die sind hier sozialisiert worden. Wenn die zu Gewalt greifen, dann muss man sagen, dann hat es vorher Versäumnisse gegeben. Ganz klar, das ist sicher so. Die hat es weit vorher gegeben und es ist ganz wichtig, dass wir die Dinge beim Namen nennen und die Ursachen suchen. Denn kennen das, was Sie wir hier, das, Sie die das, ja, die kennen wir alle gemeinsam, die Ursachen. Denn das Problem sind nicht die Kinder, die in der Tat wirklich hier aufgewachsen sind. Woher haben denn die Kinder dieses Weltbild, auch dieses Rollenbild? Das bekommen sie zum Großteil auch von zu Hause mit. Und hier hat die Integration der Erwachsenen versagt, der Eltern versagt. Und das passiert überall dort, wo wir keine kontrollierte Einwanderung haben. Und wir wissen es auch, es sind nicht die, na, Moment einmal, es ist so, dass bei dieser Zahl, die Sie genannt haben, unter dem Begriff Migranten und Ausländer fallen ja alle hinein, auch aus dem europäischen Ausland, aus anderen Staaten. Wir sehen, dass es nicht unbedingt die Kinder der Chinesen und der Ostasiaten sind. Nein, das muss man beim Namen nennen. Wir haben ein Problem. Das ist schon eine Zahl. Also, in den Schulen, das muss man schon auch festhalten. Ich kann es Ihnen sagen, auch von Lehrpersonen, es sind vor allem Kinder mit arabischem Migrationshintergrund, wo auch die Eltern kaum integriert sind. Und das ist in Ländern, wo wir eine kontrollierte Einwanderung haben, eine Einwanderung, die direkt in den Arbeitsmarkt geht, ganz anders. Und
wir müssen uns endlich eingestehen, dass wir ein Einwanderungsland sind und nach klaren Regeln auch uns wie ein Einwanderungsland verhalten. Gut, so wie Kanada und Australien. Da werden wir diese Probleme vermeiden. Es ist erstaunlich, dass der Herr Leiter Reber Probleme so schnell lösen will und ansprechen kann, die Deutsche zum Beispiel Rechtsforschung, die analysieren ja diese Kriminalitätsstatistiken, so nicht belegen können. Also es ist nicht eindeutig so, dass das Herkunftsland über die Gewaltbereitschaft der Kinder entscheidet. Sie würden jetzt sagen, so, als wären pauschal Immigranten aus Albanien oder aus nordafrikanischen Raum in diesem Bereich außerordentlich mehr gewalttätiger werden als andere. Das ist es aber nicht so. Denn das Problem bei Jugendgewalt, speziell mit Migrationshintergrund, ist nicht die Herkunft, sondern die Probleme, was diese Jugendlichen in diesem Land auch haben, in der Integration. Es ist das Problem, dass man zu Hause ein Umfeld hat, wo man mit viel zu vielen Menschen auf zu engem Raum leben muss, wo beide Elternteile berufstätig sind und zum Beispiel deswegen nicht auf die Kinder so schauen können, wie es natürlich in so eingesessenen Süd- oder Familien machen können, wo ein Elternteil immer zu Hause ist. Das ist ein Problem und das ist ganz klar. Und da muss man sagen, Herr Leiter Reber, sehr wohlhabenden Südtiroler Familien, denn immer mehr Südtiroler Familien müssen beide Elternteile genauso arbeiten. Das ist schon klar. Ich habe eine Zahl. Vor der Sendung, in ländlichen Gebieten schaut, ist es so, dass nicht beide Eltern 100% Vollzeit arbeiten. Stopp. Vor der Sendung habe ich auch mit einem Mitarbeiter des Jugenddienstes Meran telefoniert. Der Jugenddienst Meran betreut ja auch die Streetworker-Dienste in der Passaustadt. Und da habe ich mir eine ganz interessante Zahl geben lassen. Im vergangenen Jahr wurden 500 Einzelfälle betreut. 30% dieser betreuten Kinder und Jugendliche waren deutschsprachige, 15% italienischsprachige und 55% wurden anderen Sprachen zugehörig gewissermaßen erklärt. Das heißt, auch einheimische Jugendliche, Andreas Leiter Reber, wurden von den Streetworkern in Meran betreut. Ja, selbstverständlich. Und eines muss man auch jeder dazu Dritte, sagen. Kann man sagen. Jeder Dritte laut dieser selbstverständlich Statistik. Gibt, ja, aber gemessen an der Zahl, wie viel wir einheimische Kinder haben und wie viel wir Kinder mit Migrationshintergrund haben, da verschieben sich die Zahlen dann schon eindeutig. Lassen wir ganz kurz Andreas Leiter Reber zuhören. Wir hatten auch in der Vergangenheit Gewaltprobleme. Es hat auch früher, vor 20, 30 Jahren, wahrscheinlich hat es kein Dorffest gegeben, wo es nicht auch eine Rauferei gegeben hat, dann auch schon unter Halbwüchsigeren und Erwachsenen. Aber was wir jetzt erkennen, ist ein Absinken der Hemmschwelle, wo wirklich zu Messern gegriffen wird, wo Kinder auf den Boden gezerrt werden und wo mit den Füßen auf den Kopf gestoßen wird, wo Nasenbrüche dabei sind. Und ich habe mich letztes Jahr, wo hier die Diskussion noch überhaupt nicht aufgeploppt ist, mit Streetworkern und mit Jugendarbeitern in Meran getroffen, genau dieses Thema zu diskutieren, weil wir die Fälle ja schon länger präsent haben. Und die sagen auch, bitte Eltern, bitte Leute, macht's Anzeigen, zeigt die Kinder an, damit auch die Maschinerie ins Laufen kommt, damit die Ordnungskräfte, vor allem auch aber die Sozialdienste, dann was tun können. Denn ganz, ganz viele werden gar nicht angezeigt. Richtig. Und das ist das Problem. Jeder Vorfall soll angezeigt werden. Absolut. Die Sachen auch ins richtige Licht zu lassen, diese Zahlen ein bisschen ins richtige Licht zu rücken, muss man schon auch sagen, dass in dieser Altersgruppe, eben bis unter 13, 14, 15, auch der Anteil an der Gesamtbevölkerung der ausländischen Jugendlichen viel, viel höher ist. Also man könnte sagen, 50%, also die Geburtenrate ist nun mal die, was sie ist in unserem Land. Und wir haben einfach 50% Migrationskinder auch in den Kindergärten. Das wird man auch später so Felix von Wohlgemuth, und wenn Sie mit den Streetworker so gesprochen haben, dann werden die Ihnen auch die Gründe gesagt haben. Wir haben in der Pandemie natürlich eine wahnsinnige Belastung für die Jugendlichen gehabt. Und das klingt natürlich sehr plakativ, jetzt mit Nasenbrüchen und Messerstechereien hier zu reden. Es hilft aber, die Lösung nicht anzugehen. Nicht? Und wenn ich heute mit Jugendarbeitern, Sozialarbeitern rede und die mir sagen, dass sie 5 Jahre kämpfen müssen, um eine Planstelle zu bekommen in diesem Bereich, in der Jugendarbeit, nachher ist das einfach ein deutsches Problem dahinter. Ein zweites Problem, was derzeit parallel diskutiert wird und das auch von allen wiedergegeben wird, sind die Sprachkenntnisse, wo alle sagen, der erste Schritt und der wichtigste Schritt, sich zu integrieren, ist die Sprache und geht über die Sprache. Und auch wenn wir gerade hier die Meraner Schulen, ob es die Wenkter ist oder ob es in Untermais ist, das sind Klassen mit 20 Schülern, nein, nicht gut, wo fünf Schüler von 20 deutschsprachige Eltern haben, die anderen nicht. Die meisten scheinen ja auch nicht als ausländisch auf, weil die Eltern ja italienische Staatsbürger mittlerweile sind. Deswegen sind die Zahlen ja auch nicht greifbar, sondern die Praxis zählt. Haben wir letzten Dienstag hier bei Pro und Contra diskutiert. Was mich interessieren würde, Felix von Wohlgemuth, Sie sind Jurist. Jetzt ist die Rechtslage in Italien so, dass Kinder und Jugendliche, die
unter 14 Jahre alt sind, gar nicht mal bestraft werden können. Genau. Die sind nicht strafmündig. Mhm. Macht das in Ihren Augen Sinn, wenn, so wie es auch Andreas Leiter-Reber angedeutet hat, und das hört man auch immer wieder von Streetworkern und Jugendarbeitern, doch auch die Altersgrenze, da sage ich jetzt mal jugendlichen Täter, deutlich gesunken ist? Ich habe beispielsweise heute auch gehört, dass mittlerweile die Streetworker-Dienste in Meran schon 10-Jährige, das sind in meinen Augen Kinder, betreuen müssen. Mhm. Macht es dafür Sinn, dass Kinder und Jugendliche erst ab 14 Jahren strafmündig sind? Die Strafmündigkeit ist ein willkürliches Alter, genauso wie die Volljährigkeit. Also wir werden sicher auch 18-Jährige haben, den man wahrscheinlich am besten nicht hinter das Lenkrad eines Fahrzeuges setzen sollte. Ob man das jetzt absenken soll auf 13 oder auf 12, wie es auch in Deutschland jetzt die Forderungen sind, ist für mich wahrscheinlich, macht nicht viel Sinn. Also es gibt Einzelfälle und da muss man wirklich mit pädagogischen Maßnahmen arbeiten bei einem Kind. Ich kann ein Kind mit 12, 13 Jahren nicht ins Gefängnis stecken. Das macht keinen Sinn. Es wird auch für die Weiterentwicklung absolut nicht positiv sein für das Kind. Also ihr werdet einen Intensivstraftäter dazu heranziehen. Also man sieht es auch in Amerika, wo diese Praxis existiert, wo Kinder auch wirklich mit 10 Jahren ins Gefängnis teilweise kommen. Also das hat keinen Effekt. Das nutzt nichts. Also man muss die Reife der Jugendlichen fördern. Das kann man nur mit begleitenden Projekten außerhalb des Strafrechts machen. Die Freiheitlichen sagen ein bisschen was anderes. Die Freiheitlichen möchte ich hier zitieren, es braucht eine Einweisung in sozialtherapeutische Anstalten bei Kindern und Jugendlichen, die im Straffällig wären. Auch ein Entzug des Sorgerechts der Eltern sollte in Anbetracht gesetzt werden und den Eltern sollten die Sozialleistungen gestrichen werden, wenn sich die Eltern nicht genügend um die Kinder und Jugendlichen kümmern, beziehungsweise deren Kinder und Jugendliche so auffällig werden. Ich sage ganz offen, bei 10- und 12-Jährigen wird das ins Gefängnis stecken, sage ich einmal plakativ, nicht viel nutzen, aber es geht darum, Sozialstunden einzubauen und Sozialmaßnahmen und Sozialdienste sozusagen zu leisten. Das heißt, die den Bus zum Beispiel ramponieren oder anzünden, wie jetzt in Meran passiert, ja, dass die dann wirklich auch betreut über Wochen am Nachmittag eingesetzt werden, die Busse zu reinigen, zum Beispiel. Das sind erzieherische Maßnahmen, denn seien wir uns ganz ehrlich, Kinder, die zu Hause auch von Gewalt geprägt werden oder auch Eltern, die aus ihren Herkunftsländern, aus Sahara-Staaten oder auch vom Irak geprägt worden sind, da reicht nicht der erhobene Zeigefinger oder der Sitzkreis. Das ist da zu wenig, da muss man auch die Grenzen aufzeigen. Und es geht hier nicht darum, dass wir plakativ über alle drüber fahren, sondern man muss hier wirklich konkret reagieren, was sind die einzelnen Vorfälle. Und wir sehen es ja nicht nur bei den ganz jungen 12-, 13-Jährigen, wie wir es jetzt im Burgstall, Wigwam-Festival in Meran, unsinniger Donnerstag, innerhalb von 2 Stunden, da reden wir jetzt von den Älteren, also die schon die Mittelschule hinter sich haben, von den 17-, 18-, 19-Jährigen, die dort dann wirklich innerhalb von 2 Stunden für mehrere harte Schlägereien gesorgt haben. Da muss man sagen, wir erziehen uns die und deswegen muss man frühzeitig ansetzen. Die Härte des Rechtsstaates zu fordern ist absolut angemessen. Da gebe ich Ihnen recht. Das ist nicht das Problem. Er hat das 16-, 17-Jährige randaliert, hat er beim Jugendgericht ein Verfahren zu bekommen und hat diese Sozialstunde auch abzuleisten. Ich möchte nur klarstellen, dass wenn jemand unter 14 ist, das ist nicht so, dass das Jugendgericht den Akt weglegt und sagt, interessiert mich nicht mehr. Der prüft die soziale Gefährlichkeit der Person und macht eventuell auch Einweisungen in betreute Wohngemeinschaften, wo diese Kinder außerhalb von der Familie erzogen werden. Das ist so, das ist vorgesehen, auch vom Gesetz vorgesehen. Aber dazu brauche ich Personal. Wie Sie es gesagt haben, wenn ich heute Sozialdienste anfrage, wie ich heute gesehen habe in einer Schule in Meran, und ich ein Jahr auf einen Termin warten muss als Schule, um Probleme anzusprechen, weil das Personal nicht dort ist, dann werde ich das nicht lösen können. Sie versuchen hier einfache Lösungen für komplexe Probleme zu bringen. Und das ist eine Unterstellung, die Sie machen. Wir haben im Landtag so oft darauf hingewiesen, dass vor allem beim Schulpersonal so viel Mängel da sind, so viele Plätze fehlen, so viele Ressourcen fehlen. Ja. Und es ist schade, dass heute Sie hier sind und nicht der zuständige Landesrat Achammer, der hier in den letzten Jahren nicht dafür gesorgt hat, dass wirklich auch die Schulen mit den notwendigen Ressourcen Darüber wollen wir heute gar nicht diskutieren. Ich habe selber ein paar Jahre unterrichtet. Alles klar. Solche Klassen Andreas können nicht mehr mit dem normalen Personalschlüssel. Darüber wird jetzt nicht diskutiert. Darüber wird es nicht. Geht's auch aber nur am Rande. Das greift alles ineinander. Was mich interessieren würde, Felix von Wohlgemuth, bitte kommen Sie zum Schluss. Ich komme als Person hier, nicht als Partei. Sozialleistungen gestrichen werden in die Familien. Das war meine Frage. Weil die Jugendlichen straffällig geworden sind, dann muss ich schon sagen, ja, dann verschärfen wir das Problem ja doch noch wir mehr. Warum verschärfen wir das Problem? Verschärfen wir das ja, weil diese Sozialleistungen ja genau da sind, um Kinder zu unterstützen, die in einkommensschwachen Familien sind. Der Herr Reber will das Bild vom schmarotzenden Migranten profilieren, der von diesen
für Geld und lebt. Ich sage Ihnen, ganz einfach. Okay. Wie Arbeit, also ich betone, wir müssen uns wie ein Einwanderungsland verhalten. Ja. Warum haben Länder wie, auch in Europa, warum haben die Länder wie Polen weniger Probleme und Länder wie Deutschland oder Italien mehr? Warum funktioniert es in Kanada, Australien besser, auch wenn unsere Südtiroler dorthin gehen? Man muss dort direkt in den Arbeitsmarkt integriert werden. Sozialleistungen. Die Streichung von Sozialleistungen. Das Problem ist die unkontrollierte Migration bis zum Schluss. Wenn ich jemanden habe, der hierher kommt, fix einen Arbeitsplatz hat, auch integrationswillig ist und sich bemüht, denn das muss ja sein, auch wenn ich irgendwo in ein anderes Land hingehe, ich muss mich ja selbst bemühen und mir selbst auf die Finger klopfen und sagen, ich will jetzt hier auch mich integrieren. Und das müssen wir auch fördern und nicht irgendwo die Hängematte unterstützen. Und um das geht's, denn ich bin mir sicher, dass auch hier viele, die erkennen werden, hoppala, wenn ich mich nicht integriere, werden mir diese Leistungen, die ich jetzt bekomme, auch gestrichen. Schatz, okay. Das sind Einzelfälle, wie gesagt, nochmal, wir haben 71.000 ausländische Mitbürger. Ja, umso besser, wenn es Einzelfälle sind. 71.000 lassen wir ganz kurz vom Wohlgemut ausreden. 71.000 Mitbürger und Mitbürger mit Migrationshintergrund in diesem Land. Davon sind 15.000 mittlerweile Staatsbürger geworden, die in diesem Land arbeiten, ihre Steuern zahlen und angemeldet sind. Und das machen sie auch, weil eben sie schauen in den Sozialbereichen, wer im Niedriglohnsektor, wer haltet denn dieses Land am Laufen? Und welche Parteien haben sich jahrelang gegen eine kontrollierte Immigration in dieses Europa gesträubt? Das waren die rechten Parteien, die gesagt haben, wir müssen zumachen, wir dürfen keinen reinlassen. Wir haben immer gesagt, eine kontrollierte Einwanderung in den Arbeitsmarkt, das ist das Um und Auf. Und das ist der Schlüssel und der Ursprung dieses Problems. So. Die Freiheitlichen behaupten noch etwas. Ich habe ein bisschen recherchiert. Und zwar behaupten die Freiheitlichen, dass seit 2018 bis heute die Zuwanderung in Meran um 20% zugenommen hat. Und genau diese Zunahme hat laut den Freiheitlichen auch das Sicherheitsgefühl gesenkt. Was sagen Sie dazu? Das in eine Reihe zu setzen, finde ich eigentlich nicht sehr, sehr zielführend, weil man nicht weiß, woher kommen die Leute her, wie Sie gesagt haben. Sie haben teilweise auch aus Osteuropa wahrscheinlich, die eingewandert sind. Das ist sicher ein Problem. Ich glaube, wir haben noch 2020 infolge der Pandemie ein anderes Sicherheitsgefühl entwickelt. Nicht, damals war mal eine kurze Pause. Die Probleme sind jetzt wieder da. Sie sind nie weg gewesen, weil sie waren nur unter der Decke sozusagen. Und das Problem natürlich, mit den 13-jährigen Leuten jetzt wird sicher nicht auf diese Einwanderung von 2018 zurückzuführen sein. Also das glaube ich eher nicht. Ich glaube, es ist natürlich der mediale Fokus darauf, wenn man schaut, es kommt so in Wellen alle 5 Jahre wieder, dieses Sicherheitsthema. Mhm. Nicht? Und nur, was man sagen muss, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass die Landespolitik in diesem Bereich nichts gemacht hat die letzten 5 Jahre. Weil wir hatten vor 5 Jahren die ähnliche Diskussion, wo es gegangen ist, wo es Jugendgewalt im Iran gegeben hat, wenn Sie sich erinnern vielleicht. Und es ist nichts passiert in diesem Bereich. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es bereits sehr, sehr viele Menschen gibt, die es sich leisten können und aus dem Iran wegziehen, die nach Al-Ghund oder in andere Gemeinden rundherum ziehen, weil sie ihre Kinder nicht auf die Schulen in Meran schicken wollen. Ich kenne Fälle, und das sind alles weder Rassisten noch sonst was, denn das wird ja immer gleich unterstellt, dass man dann gleich irgendwie rechtsböse, was weiß ich, wäre. Na, das sind ganz normale Südtirolerinnen und Südtiroler, die sagen, mein Kind an dieser Schule, wo kaum jemand Deutsch spricht, wo die Kommunikation auf Italienisch im Pausenhof läuft, wo Gewalt an der Tagesordnung ist, einmal mehr, einmal weniger, aber die schauen auszustellen. Und das ist eine Entwicklung, wo ich sagen muss, da haben wir komplett versagt. Wir als Gesellschaft, vor allem aber natürlich die Politik, die regiert, hier bei uns die Volkspartei, aber auch auf staatlicher Ebene und in Europa die Regierungsparteien, die natürlich die Gesetze auch machen, das ist ja klar. Bildungs- und auch Integrationslandesrat Philipp Achammer hat ja jetzt auch darauf reagiert, auf diese Vorfälle im Großraum Iran. Er hat ein 3-Punkte-System gewissermaßen angekündigt. Prävention in und außerhalb der Schulen soll verstärkt und auch die Polizeipräsenz. Felix von Wohlgemuth, was ist denn Ihr, sage ich jetzt mal, Rezept, um vielleicht dieses Problem, das laut Andreas Lauterreber nicht nur ein gefühltes ist, das ein vorhandenes Problem ist, nämlich mit der Jugendgewalt im Großraum Iran, wobei man auch vielleicht für unsere Zuschauer daheim daran erinnern muss, erst vor 2 Wochen gab es ja auch den Vorfall mit Jugendbanden im Bozner Stadtviertel Firmian. Also wie kann man jetzt mit diesem Problem der Jugendgewalt in Ihren Augen umgehen? Es ist natürlich sehr schwierig, jetzt Sicherheitsgipfel zu fordern. Das wird immer gemacht. Nicht? Das ist ein sehr plakatives Thema. Und mehr Polizei. Man kann aber nicht an jede Bushaltestelle einen Polizisten stellen. Das wird nicht funktionieren. Genauso wie ich es gesagt habe. Man kann nicht die Jugendlichen anfangen, jetzt mit eigenen Schülerbusse zu transportieren oder Wachleute einzustellen, die in die Sasa-Busse mitfahren. Das wird nicht gehen. Es braucht ein langfristiges... Das wird aber so gemacht, Herr von Wohlgemuth. Sie machen es kurzfristig. Ja, das macht die Gemeinde Burgstall. Das ist halt eine plakative Aktion, um auf das jetzt zu reagieren, wird sich aber auf Dauer nicht aufrechterhalten lassen. Nicht? Ich glaube, wenn, dann brauchen wir wirklich Präventionsarbeit. Und ich habe
man gehört, dass in den Schulen weniger Gewalt vorkommt. Das hört man nicht so. Es ist außerhalb von der Schule. Und dort muss man natürlich auch die Opfer unterstützen und Sensibilisierungskampagnen machen, zu zeigen, wir sind da. Also wenn du Leute, wie sie gesagt haben vorher, anzeigen, wenn dass da Konsequenzen folgen und diese Menschen dann auch, diese Gewalttäter, nicht ungestraft davon kommen. Das muss man zeigen. Das ist ein Symbol nach außen. Das ist wirklich wichtig, dass die Leute das auch erfahren. Nicht? Aber natürlich, ich sage es, ohne Präventionsarbeit wird es nicht gehen. Wir brauchen wirklich mehr Geld für Jugendarbeit, Kulturarbeit, Jugendtreffs und Streetworker. Und das ist einfach die ganze Lösung, was wir da haben. Andreas Latareber, was würden Sie vorschlagen? Es ist ganz wichtig, dass alle Fälle publik gemacht werden, dass das nicht verschwiegen wird, dass das nicht beschönigt wird, dass die ganzen Gewaltfälle, die passieren, das Mobbing auch gegenüber Frauen, auch Lehrpersonen, die sich manchmal nicht getrauen, hier offen nach vorne zu gehen und die Situation so zu schildern, wie sie ist, dass hier wirklich ohne eine Maske darüber gesprochen wird, dass die Fälle zur Anzeige gebracht werden und dass wir als Gesellschaft auch aufwachen und endlich verstehen, dass wir den Schalter gemeinsam umlegen müssen bei der Integrationspolitik. Und das heißt nicht, dass wir von vornherein jemanden unter Generalverdacht stellen, aber dass wir einfach klar sagen, wir erwarten uns ein Minimum an Integrationsbereitschaft, um in diesem Land auch Fuß fassen zu können. Wir brauchen in bestimmten Kategorien, brauchen wir Leute und wir laden sie auch ein, hier zu arbeiten und dann wird auch nichts, dann wird sich auch jeder integrieren. Aber wenn man hier sieht, dass sich so dagegen gestoßen wird, dass sogar in der zweiten Generation auch sprachlich solche Probleme herrschen, dann muss ich einfach sagen, dann haben wir es nicht auf die Reihe gekriegt und hier müssen wir Ressourcen hineinstecken und wir müssen auch abschließen. Der Landesrat muss auch hier Geld zur Verfügung stellen, um vor allem die Lehrer zu unterstützen. Gut, wie gesagt, Ihnen sind vorher die Zahl schon genannt. 18.500 Jugendliche besuchen unser Schulsystem in diesem Land mit Migrationshintergrund. Nicht? Und wir sehen, wenn da 100 sind, die Probleme machen, sind es 100 zu viel, das ist klar. Aber der übergroße Mehrheit der Jugendlichen geht regulär in die Schulen und leistet dort was für die Integration. Gut. Ja. Und das ist mir wichtig zu unterstreichen. Dann lassen wir das jetzt mal so als Schlusswort stehen, sage ich mal, weil es doch auch Hoffnung macht, sage ich mal. Was halten Sie jetzt eigentlich von dieser ganzen Thematik? Wie sehen Sie die aktuelle Lage? Im Großraum Meran gibt es diese Vorfälle von Vandalismus und Jugendgewalt. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Das würde uns interessieren. Reden Sie mit, diskutieren Sie mit, das alles morgen im Mittagsmagazin speziell nach den 13 Uhr Radionachrichten. Zu Gast bei mir im Studio wird dann Oliver Schrott, Geschäftsführer vom Jugenddienst Meran sein. Der Jugenddienst Meran betreut ja die Streetworker in der Basserstadt. Er kann uns da sicher einiges erzählen, auch vom alltäglichen Leben mit den Kindern und Jugendlichen beziehungsweise mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf der gewissermaßen Straße beziehungsweise jenen Kindern und Jugendlichen, die betreut werden. Für hier und jetzt sage ich danke Andreas Latareber und Felix von Wohlgemuth für diese interessante und aktuelle Diskussion. Danke auch Ihnen daheim fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Pro und Contra. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.